Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck die Continental-Aktie. Wie viel Punkte holt die Aktie? Das erfahrt ihr gleich. Zuvor aber noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und stellt keine Handelsempfehlung dar. So, los geht's. Zuerst kurz zur Dividendenrendite und die liegt bei Continental aktuell bei ca. 8,1%. So, jetzt zum 6-Punkte-Check. Das erste Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Die liegt aktuell bei 100% bezogen auf den Gewinn je Aktie. Und das ist natürlich, da haben wir natürlich keinen Spielraum mehr momentan für die Dividende bezogen auf den Gewinn. Und deshalb gibt es hier 0 Punkte. Dann zum zweiten Kriterium: Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Und hier haben wir einen besseren Wert, und zwar liegt die Ausschüttungsquote bezogen auf den Free Cashflow bei 66% momentan. Und das ist ein guter Wert, und deshalb gibt es hier einen halben Punkt. Dann zum dritten Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Hier ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 0 Euro auf 4,75 € je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es in 2 Jahren keine Dividendenausschüttung. Und deshalb, wegen diesen 2 Jahren, wo es keine Dividende gab, gebe ich hier einen Minuspunkt. Und das schauen wir uns auch nochmal hier im Aktienfinder auf aktienfinder.net an. Und hier sehen wir, dass es von 2009 bis 2011 keine Dividende gab. Erst wieder in 2012. Und die ist dann angestiegen, ja, bis auf zuletzt 4,75 € je Aktie. Dann zum vierten Kriterium: Hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, also während der Finanzkrise? Und das war nicht der Fall. Und genau genommen ist die Dividende von 2 Euro auf 0 Euro gefallen zwischen 2007 und 2010, also kurz vor der Krise bis kurz nach der Krise. Und hier gab es in 2 Jahren überhaupt keine Dividende. Und deshalb gebe ich hier einen Minuspunkt. Und das sehen wir auch hier. Hier 2007, kurz vor der Krise, gab es 2 Euro und dann nochmal in 2008 den gleichen Betrag. Und dann 3 Jahre überhaupt keine Dividendenausschüttung. Dann zum fünften Kriterium: Wie soll sich die Dividende laut aktuellen Prognosen im nächsten Jahr entwickeln? Und die soll fallen, und zwar von 4,75 € auf 4 Euro je Aktie. Das wurde auch schon von Continental so mitgeteilt, dass auf der nächsten Hauptversammlung eine Dividende von 4 Euro vorgeschlagen wird. Voraussichtlich. Also ist mit einer sinkenden Dividende zu rechnen bei der nächsten Ausschüttung, und deshalb gebe ich hier einen halben Minuspunkt. Dann zum letzten Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Der soll in 2021 steigen, und zwar von 7,35 € auf 9,87 € je Aktie. Das sind natürlich nur aktuelle Schätzungen, und die können sich natürlich vor allem aufgrund der aktuellen Corona-Krise nochmal komplett ändern. Aber das wird sich zeigen. Das werden wir in der Zukunft sehen, wie sich das entwickelt. Aber da aktuell laut onvista.de eine Steigerung des Gewinns prognostiziert wird, gebe ich hier momentan einen Punkt.
Und damit kommen wir auch schon zum Gesamtergebnis. Und das liegt bei einem Minuspunkt für Continental in meinem 6-Punkte-Dividenden-Check. Und in meiner Sicherheitscheckampel erreicht die Aktie damit die schlechteste Stufe. Und damit erscheint die Dividende also momentan eher ziemlich unsicher zu sein, laut aktuellem Stand und laut meinem 6-Punkte-Check zumindest. Dann zum Abschluss noch ein Hinweis: Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Dividende der Aktie anhand der 6 Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Dividendencheck. Macht's gut.